Jetzt sieht man das hier wunderbar. Jetzt haben wir hier ein paar Klumpen, damit die nicht in unserer Masse drin landen. Haben wir es durchgesiebt. Muss man dazu was sagen? Hier sehen wir wunderbar Klumpen. Soll ich hierzu jetzt noch was sagen? Hallo meine Lieben, herzlich willkommen im Mensa Kochstudio. Ich bin Stefanie Dösch und arbeite im Studierendenwerk Berlin. Quarkhäutchen stelle ich mir irgendwie ein bisschen schwierig vor. Was sagt ihr dazu? Wollen wir es einfach mal ausprobieren? Ich gebe Ei, Zucker und Vanillezucker in eine hohe Schüssel. Ich sage mir, ein Ei, eine Minute rühren. Jetzt gebe ich Mehl, Stärke und Backpulver hinzu. Ich siebe das einmal durch, um Klumpen zu vermeiden. Hier sehen wir wunderbar Klumpen. Soll ich hierzu jetzt noch was sagen oder nicht? Jetzt rühren wir alles nochmal durch. Wir fangen natürlich mit kleiner Stufe an, ansonsten haben wir das ganze Mehl und Backpulver im Gesicht. Jetzt geben wir den Quark hinzu und eine Prise Salz. Eine Prise Salz noch hinzu. So, jetzt verrühren wir alles. Achso, was ich nochmal sagen wollte, die Eier sind wichtig, erstmal um die Bindung auch herzubekommen und unter anderem auch, damit der Teig schön fluffig wird. Wir sehen ja jetzt zum Beispiel hier, kommen kleine Bläschen und da wir das Ei mit dem Zucker aufgeschlagen haben, wird schon fluffig. Scheiße, ich wollte irgendwas Cooles ihm sagen. Okay. Achso, da wir Ei und Zucker aufgeschlagen haben, kommt Luft runter und dementsprechend haben wir halt in unserem Teig kleine Luftbläschen, und dementsprechend wird der Teig nämlich schön fluffig. Aber es sieht schon gut aus, hä? Oh Mann, ist doch so. Also, ihr habt das noch nie gemacht hier. Also ich muss euch ehrlich sagen, ich habe das wirklich noch nie gemacht. Jetzt haben wir uns 2 Löffel genommen. Wir gehen hier in den Teig rein. Ja. Jetzt haben wir uns, jetzt habe ich mir 2 Löffel genommen. Jetzt holen wir uns ein bisschen Teig raus. Mann! Ich habe hier 2 Löffel, hole mir ein bisschen Teig raus und forme mir die Quarkhäutchen mit dem Löffel. Wunderbar, würde natürlich auch ein Portionierer gehen, ein Eisportionierer. Den habe ich jetzt aber leider nicht. Aber sieht auch so ganz gut aus. Stecke jetzt den Kochlöffel hier rein, kann man das so sagen? Ich halte jetzt den Kochlöffel in das Öl. Ich stecke jetzt den Kochlöffel... Ich halte. Okay, ich stecke jetzt den Holzkochlöffel. Ich halte den Holzkochlöffel jetzt in das Öl und wenn er Blasen schlägt, wenn das Öl Blasen schlägt, dann ist das heiß genug. Ja, unser Öl ist heiß. Ich habe mir jetzt ein paar Bällchen schon vorbereitet und dann jetzt gebe ich die vorsichtig hier rein. Sacken sie einmal runter und eigentlich sollten sie gleich hochkommen und weiter backen. Ja, genau. Sie kommen gerade hoch und so sollte es aussehen. Wenn die sofort hochkommen, wenn ihr sie reinmacht, dann ist das Fett definitiv zu heiß. Die Quarkhäutchen, Entschuldigung, die Quarkbällchen sollen wirklich langsam frittieren, damit sie durch sind. Wir dürfen nicht vergessen, da ist rohes Ei drin. Daher ist es ganz wichtig, dass sie auch durchgebacken werden. Einige drehen sich auch alleine um. Bei den anderen müssen wir vielleicht mal helfen. Sprich, wir stupsen sie einmal an und dann drehen sie sich um. Falls ihr euch nicht sicher seid, ob die schon gut sind, holt am besten einfach mal einen raus. Holt ihn raus und testet einfach mal, ob er schon durch ist. Oh ja, das sieht ja sehr gut aus. Ich hole mir jetzt noch mal ganz schnell die anderen raus. Oh, super. Sehen aber wirklich gut aus. Goldbraun sind sie.
Und guck mal, seht mal, wie groß die sind im Gegensatz zu unseren Vorbereiteten, die wir hier vorbereitet haben. Das liegt wirklich an dem Backpulver. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr dort Backpulver reinmacht. Oh, ich probiere jetzt schon mal ein gleich ohne Zucker. Ich bin so neugierig, ich habe die selber noch nie gemacht und möchte jetzt wirklich mal wissen, ob die schmecken. Entschuldigung. Oh, wirklich richtig gut, wenn die jetzt noch in Zucker, Entschuldigung, wenn die jetzt noch in Zucker gewälzt werden, schmecken die richtig lecker. Die sind richtig schön weich und saftig vor allem auch noch. Und ich vermute, dass es wirklich daran liegt, dass wir das Ei schön aufgeschlagen haben, dass wir die Luft runtergehoben haben. Ja. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, ich merke schon. Total. So, jetzt bestreuen wir die hier mit Zucker. Wichtig ist nur, schon wieder geklärt. Ich bestreue die jetzt hier mit Zucker. Ich wälze die in dem Zucker, die Quarkhäutchen, die Quarkbällchen. Jetzt wälze ich sie nochmal in Zucker, die Quarkbällchen. Wichtig ist nur, dass die nicht so lange abtropfen, weil sie nicht mehr mit dem Zucker haften. Jetzt haben wir sie rausgeholt, die Quarkhäutchen. Und jetzt wälzen wir sie einfach nochmal im Zucker. Man muss nur darauf achten, dass sie nicht zu lange abtropfen. Weil wenn wir sie zu lange abtropfen, dann haftet der Zucker nicht mehr an den Quarkhäutchen. Meine Quarkbällchen sind jetzt fertig. Ich finde, die sind super gut geworden. Ich habe das wirklich das erste Mal gemacht. Die sind super einfach nachzumachen. Ihr müsst wirklich nur darauf achten, dass das Fett 150 bis 160 Grad hat und dass die ungefähr 5 bis 6 Minuten backen. Das war's schon. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ich gehe jetzt und esse sie. Ach so, Moment mal, ich wollte euch noch schnell was sagen. Mit dem Öl ist es wirklich nicht gut, wenn ihr das Öl in den Abfluss kippt. Erstmal verstopft der Abfluss, das ist einfach nicht umweltfreundlich. Nehmt euch einen Teefilter oder nehmt euch einen Kaffeefilter und siebt das einfach mal durch. Ihr könnt es das fürs nächste Mal auch nehmen. Viel Spaß, tschüss!